Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 5 Homecoming. Ich bin's wieder, euer Hello 1986, der ein zweites Mal in diesem wunderschönen Friedhof ist, oder auf diesem wunderschönen Friedhof. Die aufregende Musik ist wieder weg oder immer noch weg. Und ja, ich durchsuche ja hier oder ich lese hier noch die Grabsteine und suche nach der wichtigen Information, die ich überlesen habe. Hier ist gar keine Information. Das ist. Moment mal, was war das? Ach so, hochklettern. Oh. Ich dachte jetzt irgendwas Wichtiges. In Erinnerung an Mrs. Louise Bartlett, Frau von Ephraim Bartlett, gestorben am 6. Mai 1896 im Alter von 19 Jahren. Na, okay. Hey, hier ist die Gruft meines Vorfahren, Isaac Shepherd. Er war einer der Gründerväter von Shepherd's Glen. Cool. War das die wichtige Information? Ich denke mal schon, weil, okay, also das hat echt was für sich. Geweiht der Erinnerung an Daniel Shepherd, Sohn von Isaac Shepherd, gestorben 23. September im Alter von 5 Jahren. Also es ist schon interessant, dass hier die ganze Familiengeschichte mehr oder weniger auch zu sehen ist. In Gedenken an William Shepherd, gestorben am 1. März 1889 im Alter von 25 Jahren. Und irgendwie wird diese Familie nicht wirklich alt. In Gedanken an Catherine Shepherd, geliebte Ehefrau von William Shepherd, gestorben am 1. Januar 1889 im Alter von 24 Jahren. So, damit haben wir die erste Hälfte, nein, die zweite Hälfte des Friedhofs jetzt ebenfalls untersucht. Und man hört immer noch meine wunderschönen Lieblingshunde. Und können dann jetzt damit versuchen weiterhin den Friedhof zu verlassen. Was wir natürlich auch wieder vorsichtig tun. Da ich keine Lust habe. Moment mal. Achso, da bin ich da unten drunter hergegangen. Keine Lust habe, hier irgendwie zu sterben. Besonders nicht, wenn ich hier in so einem Loch oder sowas drinnen bin, wo jederzeit mir irgendein Hund mich anfallen könnte. Komm, wow, wow. Genau! Ich such ja den Bürgermeister. Oh, da, ba, ba, ba. Und gleich nochmal. So, Finishing Move. Und das sieht saubrutal aus. Aber es ist wirksam. Moment mal, war diese Tür vorher auch schon offen? Auf der Karte gucken. Ja, ich glaube, diese Tür war vorher auch schon offen. Denn hier unten in dieser Grube befindet sich ja nicht so wirklich etwas. Oh, wie geil ist das denn? Ah, nee, okay, das ist auch wieder hier die Sabber von dem Hund. Ich dachte jetzt, das wäre, weil ich da reingelatscht bin. Das Tor hat ein Vor. Hä? Das Tor ist mit einem Vorhängeschloss. Jetzt. Ach, da bin ich durch, ja. Wir suchen ja den Bürgermeister. Oh, düstere Musik wieder. Schön. Und der Bürgermeister ist, wie wir ja wissen, auch der Gräber. Ach, hier haben wir wieder Rotzepieper. Rotzefliebchen. Spucker, Licker. Keine Ahnung, wie die wirklich heißen. Aber ich finde meine Namen eh viel besser. Oh, erstmal hier wieder auf die Pistole wechseln. Okay, ich wollte eben gerade eigentlich sagen, jetzt bin ich gespannt, ob's echt daran gedacht haben, dass man hier durch das Tor schießen kann, aber ja, kann man. Na komm schon, mach dich nochmal auf. Ach verdammt, ich treffe immer da drunter. Komm, mach die Lungenflügelchen auf. Und einatmen. Sehr schön, hast du gut gemacht. Deswegen haben wir dich jetzt auch nebenbei mal erledigt. So, da rausgehen, damit wir die Waffe wechseln können. Und wir schleichen uns weiter durch den Friedhof, denn das macht mir so viel Spaß. Eins, zwei, der Friedhof kommt vorbei. Drei, vier, schon steht er vor der Tür. Fünf, sechs, er frisst die Abonnenten. Sieben, acht, die abonnieren mich. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Achtet einfach nicht auf mich, achtet auf die Bilder, die Suggestionen, die ich euch hier gebe. Wie ich jetzt hier durchrenne, weil ich den Friedhof schon kenne, weil ich jetzt auch weiß, dass hier wieder ein Hund ist. Weil ich bin ja nicht taub und hab ihn schon gehört. So, zerken. Ich brauche eine andere Waffe, um diese Bretter zu zerken. Ja, wie soll ich auch mit einem Stahlrohr Bretter zerken? Leute, denkt doch mal nach.
Jetzt bin ich mir aber gerade unsicher, wodurch ich... Ach doch, doch, durch die Tür. Naja, ich gucke eh nochmal hier in jede Ecke rein. Weil, ne, wir wissen ja jetzt mittlerweile, wenn ich einen Ort ein zweites Mal besuche, dann habe ich ja die Möglichkeit, nochmal ein paar neue Sachen zu finden. Und die möchte ich ja gerne haben. Da hinten ist der Speicherpunkt, den habe ich wohl oder übel schon gesehen und den werde ich jetzt wohl oder übel auch mal wieder nutzen. Und dann kann ich auch gleichzeitig mal wieder auf die Uhr gucken und sehen, ha, verdammt, es ist ja noch nicht so weit, dass ich wieder aufhören kann mit Aufnehmen. Naja, 20 Minuten, sondern auch ein bisschen wenig, weil das Spiel macht ja doch schon ziemlich viel Spaß. Beziehungsweise ist der Gruselfaktor, gut, der Gruselfaktor ist jetzt ein bisschen verschwunden eben gerade. Das liegt aber auch daran, dass es jetzt ein Gebiet ist, welches ich schon kenne. Also es hat sich jetzt nicht großartig verändert und deswegen muss ich da auch nicht so viel Angst haben, dass jetzt hier irgendwas, ja doch, was mir irgendwas mir anspringen könnte oder so. Das habe ich eigentlich immer. Aber ich bin eigentlich auch schon relativ gut gerüstet, wie ich finde. Die Türen sind zu. Ich weiß, dass hier ein Hund ist. Das ist auch alles zu. Und wir sind aus der Haltung raus, in die Haltung wieder rein. Wir sind an dem ersten Brunnen gleich, wo ich dieses erste Medaillon gesammelt hatte, oder die erste Hälfte von diesem Medaillon. Genau, wo ich hier hochgeklettert bin. Und das Tor ist offen, das war vorher aber nicht. Aber der Friedhofsgräbner hier, der... Was für eine gruselige aussehende Statue. Schon ein bisschen, ja. Der Bürgermeister ist aber nicht da. Oh Gott, jetzt sag mir bitte nicht, der ist in dieser Krypta drin. Wow. Er ist nicht hier drin, aber hier hängt etwas. Das hier ist ein Kindersarg. Ein seltsames Schloss hält ihn verschlossen. Dieses längere Stück muss... Oh Gott, ein Rätsel. Moment, dieses längere Stück muss rausgezogen werden. Ach, ich glaube, ich weiß schon, was ich zu tun habe. Na komm, geh nach rechts. So. Geh nach oben. Geh nach links. Geh nach unten. Warum kommen hier Rätsel drin vor? Ja. Dieses längere Stück muss herausgezogen werden und ich denke mal, das bewerkstellige ich, indem ich diesen mittleren Weg auch frei mache, damit wir das rausziehen können. Also ein einfaches Rätsel. Wow. Eine Uhr! Da ist gar kein Kind drin, da ist nur eine Uhr. Was steht da? Forgive me. Vergib mir. Okay. Warum schreibt man sowas auf eine Uhr? Du bist falsch gegangen. Du bist tot. Nein, ich denke mal nicht, dass das jetzt passiert ist. Also, dass ich jetzt tot bin. Aber das schreit so ein bisschen danach, dass wir wieder in einen Traum uns wiedersehen. Genau, ihr habt richtig gehört, wiedersehen. Denn damit ist diese Folge erstmal wieder beendet. Ich bin der Lord 96, wir spielen Silent Hill 5. Bis dann.